Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone mit mir. Wir stehen mal wieder vor der alles entscheidenden Runde. Werden wir jetzt auch immer stehen, selbst wenn wir gewinnen. Sozusagen Matchball, dauerhafter Matchball für uns. Wir stehen vorm Aus und müssen gewinnen. Ein 3-3 ist jetzt, nee, damit kann ich nicht mehr leben. Ja, ich weiß, das Let's Play fing sogar noch schlechter an, aber nee. Das möchte ich, boah, die Karten möchte ich alle nicht. Ich hätte ganz gern doch wieder ein Einzeldrop in der ersten Runde. Okay. Ich habe also vier Mana in der ersten Runde verfügbar, aber jetzt brauche ich gar nicht mal vier Mana. Ich könnte, ja doch. Das könnte man machen. So. Das ist okay. Hallo, ich habe einen Ghoul. Was hast du? Ich habe Stuhl. Was? Ach, ich dachte gerade, er hat einen Ring gespielt, weil ich hier gerade drüber gehalten habe. Und Secret. Ach, fick deine Oma. Ja, dann machen wir die Sprengfalle. Es ist Dingens. Hier. Ne, dann will ich aber jetzt gerade nicht spielen. Ich werde dann den hier spielen. Es ist Scharfschießen, glaube ich. Oder es ist eine Schlangenfalle. Eine Schlangenfalle, glaube ich, aktiviert sich nur auf, wenn man Diener angreift. Aber interessant geblufft. Wer es eine Schlangenfalle ist. Sehr interessant. So. Nein, es ist Scharfschießen. Sehr gut. Mein Lieber. Ich habe nur gerade dumm gespielt, fällt mir gerade auf. Ich kann. Der stimmt, der hat 3 Mana gekostet. Ich wollte noch das hier machen. Ach ja. Fängt mal wieder gut an. Seid aber nicht anders gewohnt von mir. Verpeilt Gaming HD, ich weiß nicht was. Let's Plays. Nee. Ich kann ja jetzt auch nichts mehr machen. Ich will den aber. Nee, will ich nicht. Nee, will ich nicht. Was ich jetzt aber machen kann, ich kann einen Schaden machen und mit dem hier angreifen. Oh. Jetzt wird er ihn, den Ghoul töten. Mit dem Grizzly, um die Hyäne zu buffen. Wird er machen, oder? Nein. Ah. Das ist interessant. Wie viel kriegt die? Plus 2, plus 1, 3 Damage. Muss ich machen. Wie mache ich das am besten? Das sind 4 Mana. Ich habe 5 Mana prinzipiell sogar zur Verfügung. Nee, ich hätte gerne den Card Draw. Doch, den Card Draw hätte ich gerne. So, mein Lieber, damit du das aushältst, ganz knapp, machen wir das so. Ach, scheiße, jetzt hat er ja Taunt. Hätte ich gar nicht machen müssen. Hätte ich nicht machen müssen. So, jetzt kommt ein Arcana Schuss. Nämlich, hätte ich jetzt einfach direkt angreifen können. Oder ein Deadly Shot. Es kommt irgendein Removal. Prinzipiell müsste er irgendwas haben. Er wird ihn jetzt direkt töten. Kann ich euch fast schon versprechen. Fast. Hoffen tue ich immer noch dagegen, aber... Eigentlich müsste irgendwas haben. Auch wenn es nur ein Taunt ist. Wobei ein Taunt. Wie kann ich einen Taunt umgehen? Noch gar nicht. Kommt auf meine neue Karte an. Es ist kein Taunt. Er hat noch 2 Mana. Was ist die 2 Mana? Heldenfähigkeit. Bam. Okay, gut. Wir können ihm ins Gesicht gehen. Danach wird er mit dem Eber angreifen. Gibt es einen anderen Plan? Es gibt einen anderen Plan, dass ich hier mit dem mache, auf den Eber. Somit müsste damit angreifen, Board Clear. Will ich das? Ich könnte Agentum holen. Das bringt mir was. Ne, bringt mir nichts. Das ist unnötig.
Nee, 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 ich anscheinend ist das das einzig Gute gerade. Ja, Gute ist übertrieben. Oh, bam, stimmt, so haben wir auch mehr Schaden. Gut. Er wird jetzt mit dem... wie heißt es? Jägerin, der Klingauer. Enttaunt. Ja, wird er. Er hat anscheinend andere Optionen. Er hätte sie. Vielleicht das 1-1er Ansturmding? Nee, erst selber ein Ghoul spielen, um zu profitieren. Oder 4 Attack zu buffen. Ein Secret zu spielen, was die Sprengfalle sein könnte. Und da es genau dieses sein könnte. Ich bin bereit. Mache ich das erstmal so. Das ist gerade richtig dumm. Ja, okay, aber die Sprengfalle interessiert den hier eh nicht so krass. Ich kann den spielen, ja, kann ich so spielen. Wieder zum 3-4er dann, wenn die Sprengfalle aktiv wird. Das ist, ja, nicht schlimm. Die 2 Schaden kriegt er ja. Das ist safe bei dem Lepragnom. Wie viel Damage hat der? 4. Fünf Damage hat der da. Ich teste mal. Ja, Sprengfalle. Gut. Ist mir das schon mal ganz, ganz sicher. Boah, ich will irgendwie gar nicht so groß spielen gerade. Will ich gerade echt nicht. Finde gerade mehr unnötig. Mehr zu spielen wäre gerade recht unnötig, finde ich. Ich belasse es hierbei. Aber das sind halt so Ansturmdinger, die kann, können halt so richtig schön, wenn jetzt irgendwas Großes kommt, so, was ich wegkriegen muss, brauche ich diese Karten. Einfach, ich werde jetzt nicht Naturgewalt spielen, um einfach nur zu sagen, boah, ich will gerade Damage an ihm machen. Dann beste Kombination mit Macht der Wildnis. Achso, das ging gar nicht. Ja doch, mit Coin ging's. Aber ja. Wenn ich das jetzt mache, mache ich 4 Schaden an ihn und das Ding weg. Recht unnötig. Das hier. Bin ich hingegen. Ganz okay. Prinzipiell, wenn er keinen Taunt hat, muss er den hier wegbringen und wird erstmal sein Kohle dran verbrennen. Und den Tiger fast töten dadurch. Wenn er jetzt nichts anderes hat. Ich sehe so wenige Hunter mit Arkanschuss. Entweder kriegen die nicht zur Auswahl oder ich weiß nicht. Ah, okay, er möchte jetzt selber den Druck erhöhen. Aber er macht doch das, was ich erwartet habe. Sehr gut. Okay, ich habe gewonnen, glaube ich. Ja, ich habe gewonnen. Sehr schön. Lassen die mir das noch schön wissen. Gut gespielt. Oh, ich könnte sogar noch hiermit. Ne, ja, jetzt nicht im gleichen Zug. Es ist auf die Weise besser. Auf die Weise zu gewinnen ist besser. Tschüssi, mein lieber Hunter. Boom. Jatsch. Schön immer ins Gesicht. So. Ah, ersten Matchball abgewandt. In der nächsten Runde versuchen wir das gleich nochmal. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.